klein machen, denn wir wollen euch jetzt richtig Dampf machen unter dem Popo. Und da passiert dann erstmal nichts. Und nach einiger Zeit ploppt das erste Maiskorn. Da bewegt sich bei euch bitte zuerst ein Arm, macht mal mit, zack. Dann der andere, hopp. Dann hüpft das ganze Kind, aber jetzt noch nicht. Seid ihr bereit? Maiskörner liegen im Topf, nebeneinander, Kopf an Kopf. Gemütlich ist es im Topf, nebeneinander, Kopf an Kopf. Der Herr Müller, das bin ich, kommt zur Küchentür rein. Er schaltet mit dem Knopf die Herdplatte ein. Ey, neulich hat mal jemand Kind zu mir gesagt, Herr Müller, wir mussten das Lied zweimal hören, bis das erste Maiskorn geploppt ist. Das geht heute schneller. Dann macht es plopp. Der andere Arm. Plopp. Und alle hüpfen. Plopp, plopp, plopp. Im Popcorn-Topf ist der Teufel los. Die Maiskörner springen die Welt auf los. Nach oben, nach unten, nach vorne zurück. Alle schwingen wie verrückt. Im Popcorn-Topf ist der Teufel los. Die Maiskörner schwingen die Welt auf los. Nach oben, nach unten, nach vorne zurück. Alle schwingen wie verrückt. Oh yeah. Macht euch da ganz klein. Die Maiskörner liegen im Topf. Nebeneinander, Kopf an Kopf. Gemütlich ist es im Topf. Nebeneinander, Kopf an Kopf. Der Herr Schulz kommt zur Küchentür rein. Mit der Nasenspitze schaltet er die Herdplatte ein. Das tut bestimmt weh. Nochmal. Nochmal? Ja! Und dann macht es blopp. Der andere Arm. Blopp und Tümpel. Blopp, blopp, blopp. Im Popcorn-Topf ist der Teufel los. Die Maiskörner springen die Welt auf los. Nach oben, nach unten, nach vorne zurück. Alle schwingen wie verrückt. Im Popcorn-Topf ist der Teufel los. Die Maiskörner springen die Welt auf los. Nach oben, nach unten, nach vorne zurück. Alle schwingen wie verrückt. Oh yeah. Eine Runde schaffen wir noch. Die Maiskörner liegen im Topf. Nebeneinander, Kopf an Kopf. Gemütlich ist es im Topf. Nebeneinander, Kopf an Kopf. Der Herr Svensson kommt zur Küchentür rein. Mit seinem riesigen Popo schaltet er die Herdplatte ein. Der ist nicht riesig. Seinem kleinen Popo schaltet er die Herdplatte ein. Dann macht es blopp. Der andere Arm. Blopp und alle hüpfen. Blopp, blopp, blopp. Im Popcorn-Topf ist der Teufel los. Die Maiskörner schwingen die Welt auf los. Nach oben, nach unten, nach vorne zurück. Alle schwingen wie verrückt. Im Popcorn-Topf ist der Teufel los. Die Maiskörner schwingen die Welt auf los. Nach oben, nach unten, nach vorne zurück. Alle springen wie verrückt, oh yeah. Und das Wichtigste am Ende darf man nicht vergessen, damit das Popcorn einfach aufgegessen. Und jetzt knabber mal deine Nachbarin oder du deinen Nachbarn an und schau, ob die gut schmecken. Jetzt dürfen die Großen noch für euch klatschen, das war super. So.
einfach gemacht, dass das sogar die Erwachsenen hinbekommen. Der Text geht nur la 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 la. Und in meinem Lied erzähle ich davon, was ein Müller alles machen kann. Kennst du noch einen anderen Müller außer mir? Wer kennt denn noch einen Müller? Welchen kennst denn du? Dein Opa! Der heißt auch Müller. Wie heißt er mit Vornamen? Rolf. Der Rolf Müller. Grüß dich, Rolf. Der ist aber nicht hier, oder? Da kennen ja alle den Thomas Müller, oder? Ey, wenn der für Deutschland Tore schießt, finde ich den richtig gut. Und wir singen jetzt zusammen das Lied So viele Müller. Und wir holen tief Luft am Anfang und dann singen wir gemeinsam. Du könntest jetzt einzählen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sag mal, das geht aber noch ein bisschen toller, oder? La 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 la. Jawoll! Von Beruf, meine Tiere mag ich sehr. Mit dem Trecker siehst du mich über Felder donnern. Dort ist nicht viel Verkehr. Mein Name ist Müller, ich bin Feuerwehrmann. Wenn es wo brennt, komme ich schnell angerannt. Mit Blaulicht ziehst du mich durch die Straßen fegen und kannst von den Bäumen heben. Ich liebe meine Arbeit, was ich tue. Das bringt, bei so viel Glück kommt mir diese Melodie in den Sinn. Wir singen la 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 la. Schauen, ob da jemand wohnt. Mein Name ist Müller, ich bin Friseur. Manche sagen ein Haardoktor. Die wildesten Köpfe bringe ich in Form. Kämme nach hinten oder nach vorn. Ich liebe meine Arbeit. Was ich tue, das bringt. Bei so viel Glück kommt mir diese Melodie in den Sinn. Wir singen. La 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 la. Hey, jetzt mach ich mal Quatsch, Achtung! Mein Name ist Müller, ich bin Krankenschwester. Wenn du krank bist, helf ich dir auf die Beine. Wenn es ihm hilft, schicke ich ins Bauernbett und sag die liebe Scheune. Mein Name ist Müller, ich bin Bauarbeiter. Nichts anderes möchte ich sein. Löcher buddeln und da spucke ich manchmal rein. Ich liebe meine Arbeit, was sie tun, das bringt. Bei so viel Glück kommt mir diese Melodie in den Sinn. Wir singen la 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 la. La 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 la. Ich bin Bäcker, meine Brötchen schmecken so lecker. Nur nachts, wenn er klingelt, geht mir derselbe ganz schön auf den Wecker. Mein Name ist Müller, ich bin Koch, guten Geschmack schreibe ich groß. Ist dein Gericht auch klein, zum Beispiel Spiegelei, steck ich trotzdem alle Liebe hinein. Ich liebe meine Arbeit, was sie tun. So viel Glück kommt mir diese Melodie in den Sinn. Wir singen la 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 la. La 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 la. La 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 la. Jetzt kommt was Wichtiges. Jeder hat seine eigenen Träume und weiß, was er gerne mal wär. Glücklich machen kannst du vieles auf der Welt, also mach, was dir gefällt. In echt spiel.
Gitarre und singe in mein Mikrofon. Ich bin Musiker, komm, sing mit mir. Bestimmt könnt ihr das schon besingen. La 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 la. Ist meine Gitarre. Meine Gitarre und ich, wir haben uns voll coole Lieder ausgedacht und die möchten wir euch heute hier auf dem HR-Studiofest einmal vorspielen. Musik macht man am besten mit ein paar Freunden. Zwei Freunde habe ich mitgebracht. Rechts neben mir seht und hört ihr heute am Gesang und am Bass den Herrn Schulz. Klatscht immer für den. Links neben mir sitzt ein Mann, der hat es voll gut. Genau aus dem Grund, weil er während des ganzen Konzertes sitzen darf, am Schlagzeug und Gesang, Herr Svensson. Und wir haben noch jemanden mitgebracht, von dem erzählt das erste Lied. Und der ist hier hinter meinem Rücken versteckt. Soll ich euch den mal zeigen? Echt jetzt? Pass auf. Oh, oh, oh. Hä? Eine Hand mit fünf Fingern? Und daraus werden vier Beine und ein Rüssel. Oh, und dann ist das der Statz. Und der Statz kommt immer dann, wenn meine Jungs faul im Bett liegen und nicht aufstehen wollen. Dann rufe ich den oder pfeift immer mit so. Und dann kommt der Statz und dann kitzelt die einfach durch. Und ich fände es gut, wenn ihr euch jetzt untereinander gegenseitig einmal kitzelt. Ihr könnt auch gerne die Erwachsenen durchkitzeln, dass hier im Studio einmal richtig dolle gelacht wird. Das hört sich nicht schlecht an. Jetzt habe ich noch die andere Bitte, dass die Kinder, die da hinten ganz im Dunkeln sitzen, rutscht doch mal ein bisschen zu uns, dann könnt ihr noch viel mehr von uns mitbekommen. Und zweimal in dem Lied rufen wir den Statz und dann wird richtig abgelacht hier. Abgemacht, dann geht's jetzt los. Es wohnt ein ziemlich lustiger Typ bei mir. Er fand bei mir für sich den richtigen Platz. Wenn ich nach ihm rufe, kommt er angeflitzt. Und sein Name, der sei Statz. Er sieht wie eine Hand aus, das ist ja meine. Die Finger ist ein Rüssel und vier Beine. Und wer am Morgen zu lang im Bett liegt, wird von dem Statz kräftig durchgekitzelt. Oh, Achtung, wir rufen den. Oh, Statz. Ich glaube, er kommt, ruft ihr mal mit. Oh, jetzt fangt ihr an und kitzelt euch durch. Die Mama, Papa oder den Opa, Oma. Echter Franz ist dieser Stanz. Er knurrt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Doch hast du dich erst wegen ihm aufgerafft. Wird dir klar, du hättest sonst was verpasst. Nochmal. Ein echter Franz ist dieser Stanz. Er knurrt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Sonst was verpasst. So, jetzt werde ich euch noch mal ganz genau erklären, wann der Statz kommt. Achtung! Der Statz kommt immer dann, wenn man träge ist, lustlos oder einfach mal faul. Denn er will gerne etwas unternehmen, im Sonnenschein unter dem Himmelsblau. Ein Pfiff, ein Huschen und er ist da. Er überredet dich zu einem schönen Tag. Mit einem gut gemeinten Überfall kitzelt er dich überall. Oh, Achtung, wir rufen ihn. Statz. Oh. Ah, er kommt. Fangt er an, euch durchzukitzeln? Oh, nee. Ein echter Fratz ist dieser Statz. Er knurrt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Doch hast du nicht erst wegen ihm aufgerafft. Wird dir klar, du hättest sonst was verpasst. Ein echter Franz ist dieser Stanz. Herr König, bitte piekst, das kann schon nerven. Doch hast du dich erst wegen ihm aufgerafft. Wird dir klar, du hättest sonst was verpasst.
Dankeschön.